Karriere machen mit Behinderung, warum eigentlich nicht? Hey, wisst ihr, wie viele tolle Menschen unter uns leben, die eine Behinderung haben und wir klagen über Fachkräftemangel? Kann doch nicht sein. Über dieses Thema sprechen wir mit Karin Schallert. Sie hat selbst einen Behinderungsgrad, sie hat multiple Sklerose, sie hat Karriere gemacht, gibt ihr Fachwissen heute weiter. Ein tolles Video-Interview und eine neue Story aus unserer Reihe Diagnose Mensch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Karin Schallert, bei unseren Digi- und Health Stories, wo der Diagnose Mensch im Mittelpunkt steht. Und es geht heute um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich Inklusivität in der Arbeitswelt. Liebe Claudia, vielen Dank, dass ich Teil eurer Initiative sein kann. Ich finde das sehr großartig, dass ihr diese Interviews auch allen anderen zur Verfügung stellt. Und daher danke für die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir in die Thematik eintauchen, magst du dich einmal vorstellen, Karin, warum du spezialisiert bist auch für dieses Thema? Mache ich sehr gerne. Also vielleicht kurz zu mir. Ich bin 57 Jahre, war jahrelang Personalleiterin im internationalen Anlagenbau und habe eigentlich mit dem Thema, was wir ja heute haben, Inklusion, so gar nichts zu tun gehabt, obwohl ich seit 24 Jahren jetzt Multiple Sklerose habe und auch mit Rollstuhl schon unterwegs gewesen bin. Und trotzdem habe ich das Thema immer gemieden und dann hat es mich irgendwie so von der Seite eingeholt und jetzt bin ich eine absolute Verfechterin dafür, Menschen zu motivieren, zu begeistern für das Thema, weil es doch so ein bisschen nur am Rande in der Gesellschaft, ja, diskutiert wird. Ja, auf jeden Fall. Und du hast auch lange im Bereich HR gearbeitet, Human Resources, also warst auch für Personal zuständig. Deswegen hast du dort auch den besonders intensiven Blick drauf. Ja, danke. Liebe Karin, wie inklusiv ist denn eigentlich unsere Arbeitswelt Stand heute? Es sieht leider nicht so gut aus. Auch die aktuellen Zahlen, die man bei Aktion Mensch finden kann, wer sich dafür mehr interessiert oder noch mehr interessiert. Ja, BewerberInnen mit Behinderung brauchen dreimal so lange, um auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Das finde ich schon mal sehr erschreckend. Die Erwerbsquote liegt auch nur über 48% und de facto sind 163.000 Menschen mit Behinderung arbeitslos. Und das finde ich eigentlich eine Zahl, die wir gerade, wenn wir über Fachkräftemangel nachdenken, so gar nicht nachvollziehen können. Das wäre jetzt auch, also ich habe auch gerade gedacht, wow, was für Zahlen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Aber vielleicht gehen wir nochmal auf das Wort Behinderung, Inklusivität ein. Manche Menschen denken, das sind vielleicht schwerste Behinderungen, aber auch mit einer chronischen Erkrankung habe ich ja schon einen gewissen Behinderungsgrad und bin inklusiv in diesem Sinne. Und deswegen ist das gar nicht zu verstehen, warum die Arbeitgeber ja, da so, sich so schwer mit tun, denn in unserer heutigen Arbeitswelt haben wir Digitalität. Wir können remote arbeiten. Ich muss ja gar nicht mehr unbedingt in die Firma kommen. Und weißt du, Karin, warum das so gering genutzt wird von den Arbeitgebern? Sind da Ängste dahinter, oder was steckt dahinter? Also da brauche ich bloß eigentlich meine Situation angucken. Ich war die Personalleiterin, die sehr erfolgreich darin war, mich Menschen mit Behinderung nicht einzustellen, obwohl ich ja wirklich schon zu dem Zeitpunkt an Multiple Sklerose erkrankt war und dann irgendwann mal den Rollstuhl nutzen musste. Und trotzdem habe ich mich immer geweigert, das Thema anzugehen, aus dem Grund, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin eine Belastung dann fürs Team oder für die Firma. Und
Das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, möchte ich eigentlich noch mehr Belastung in die Firma reinholen? Kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, aber das waren meine Gedankengänge und das ist so ein großer Punkt, auch wenn man vielleicht als Personalerin dem Thema positiv gegenüberstellt, steht es natürlich immer so ein Punkt, was macht es dann vielleicht mit dem Team? Ja, oder wie begeistert ist die Führungskraft, jemand mit Behinderung einzustellen? Also das sind so viele gedankliche Hürden. Die rechtlichen sind es natürlich auch. Darf man nicht vergessen, so der besondere Kündigungsschutz, wobei da einmal ein Rechtsanwalt zu mir gesagt hat, wissen Sie was, die meisten denken, dass sie geschützt sind, aber richtig geschützt als Mensch mit Behinderung ist man nicht, weil es andere Dinge gibt, warum man entlassen wird und nicht das Thema Behinderung. Dann geht es genauso einfach, jemand von der Position rauszunehmen. Es tut sich immer eine Tür auf, eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen schwerer als die normale, aber sie geht auf. Ne? Ja. Ja, hat sich eigentlich was verändert durch die Digitalisierung, durch das Remote-Arbeiten im Bereich der Inklusivität? Ja, auf jeden Fall, weil es natürlich für viele auch schwierig ist, wirklich zur Arbeitsstelle zu kommen oder aufgrund der hohen Lärmbelastung vielleicht auch nicht so produktiv sind. Deswegen halte ich also die Digitalisierung für etwas, was extrem gut ist. Also was das Thema sicherlich sehr pusht, nicht nur jetzt für Menschen mit Behinderung, sondern auch für andere Gruppen. Ja, weil es werden ja wahnsinnige Kompetenzen einfach nicht genutzt, entdeckt, die vorhanden sind. Und ja, und das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Karin, wie denken denn die Menschen selbst, die betroffen sind, über sich nach? Ich kann mir vorstellen, dass so eine innere Hemmschwelle auch da ist. Und das, was du jetzt aus deiner Sicht als Personalerin berichtet hast, steckt das eventuell auch in den Menschen drin. Ich störe in der Firma, dass eben die ganzen Urlaubstage vermehrt, Kündigungsschutz, das Team erkennt mich vielleicht nicht so an, wenn ich mal wieder fehle. Auf jeden Fall. Also ich glaube, da bin ich kein Einzelfall, wenn ich so die Menschen oder mit den Menschen rede, die eine Behinderung haben. Und das mache ich ja schon seit einigen Jahren. Da kommen eigentlich immer so die gleichen Argumente, warum es vielleicht schwierig ist oder warum das einfach ein Thema in den Firmen sein könnte. Ich glaube, da ähneln wir uns sehr, nur dass die meisten nicht drüber reden. Das heißt, man denkt immer, man ist die einzige Person, die vielleicht die Gedanken hat, aber wenn man dann mit anderen redet, merkt man definitiv nicht so. Da hat sich heute sicherlich auch schon was durch Social Media getan, wo Menschen sich austauschen und merken, Mensch, ich bin überhaupt gar nicht alleine mit meinen Gedanken. Und das finde ich in dem Bereich auch sehr wichtig, weil diese Selbstzweifel ja doch auch was machen mit einem Menschen. Und ich sage mal so Richtung depressive Verstimmung. Und das kann man ja ganz gut damit auch auffangen. Du verfügst über eine wahnsinnig umfangreiche Kompetenz und unterstützt die Menschen mit deinem Fachwissen. Dafür lautet deine Überschrift, dein Slogan Handicap Unlimited. Finde ich erstmal cool, den Begriff. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Also Handicap Unlimited hat de facto eine Freundin von mir oder jetzt eine Mitarbeiterin von mir quasi ins Leben gerufen, als wir nach einem Firmennamen gesucht haben. Wenn man jetzt ganz streng ist, dürfte ich das Wort Handicap eigentlich nicht nutzen. Das ist nicht das korrekte Wort, sondern Behinderung, aber Behinderung unlimitiert würde jetzt nicht gerade sehr, naja, ansprechend wirken. Deswegen habe ich es jetzt auch gelassen. Und muss sagen, ich habe mich am Anfang extrem schwer getan mit dem Begriff Behinderung, weil ich glaube, ich da so dieses Bild, ja, dieses, da ist man zu nichts mehr fähig,
also dieses wirklich negative Bild irgendwie in meinem Kopf hatte. Und deswegen bin ich am Anfang sehr stark auf Handicap ausgewichen. Inzwischen habe ich akzeptiert, warum man das Wort nutzt und habe aber trotzdem entschieden, dass ich bei dem etwas ansprechenden Wort Handicap Unlimited bleibe. Ja, mir gefällt der Begriff Behinderung übrigens auch überhaupt nicht. Ich finde den fürchterlich. Der macht automatisch irgendwie, grenzt der sowas von ein und ist negativ für mich behaftet. Inklusivitätsgrad wäre vielleicht noch mal ein bisschen freundlicher, aber keine Ahnung, sollen sie andere Gedanken machen. Ja, Karin, du bietest ja an, Menschen zu begleiten, sie zu stärken, um auch wieder in den Beruf zu kommen, ihr komplettes Potenzial zu entfalten. Wie genau machst du das? Also als ich Handicap Unlimited gegründet habe, ging es mir in erster Linie darum, eine Zielgruppe in den Fokus zu nehmen, nämlich Frauen, die Karriere machen wollen, die Führungskraft werden wollen, weil das Thema einfach gar nicht besetzt ist. Also man redet immer darüber, dass Führungskräfte geschult werden, Menschen mit Behinderung an Bord zu haben, aber dass wirklich Menschen mit Behinderung Führungskraft werden können, ist so immer noch nicht, sagen wir mal, gesellschaftsrelevant. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe in die Richtung und das heißt, ich coache, unterstütze Frauen und auch Männer inzwischen natürlich, die Karriere machen wollen oder in den Beruf einsteigen möchten. Und was sich immer mehr rauskristallisiert hat, ist, dass ich wirklich mit Keynotes in die Firmen reingebe und meine Geschichte erzähle, weil die einfach so stellvertretend ist für die vielen Erfahrungen, die anderen eben auch haben. Und mit Geschichten kann man berühren, kann man inspirieren, kann man erzählen, dass es mir auch nicht anders gegangen ist, vielleicht wie der Person, die mich sieht, eben auch. Und dann mache ich als letzten Punkt eben Karrierecoaching auch in Gruppen beziehungsweise Workshops zum Thema Inklusion in der Arbeitswelt. Also alles rundum, was ich eben als Personalerin oder Personalleiterin jahrelang gemacht habe. Das heißt, einmal den Menschen selber in so einem Einzelcoaching zu stärken und dann aber auch in den Firmen direkt die Teams darauf vorzubereiten, wenn Kollegen kommen, die Inklusivität mitbringen. Richtig? Oder eben auch Personaler. Mhm. Ja, da ist ja eben die Schnittstelle, wenn jemand, der im Personalbereich tätig ist, nicht offen ist für das Thema, weil eben eigene, ich sage jetzt mal, Glaubenssätze daran hindern, dann wird die Person wahrscheinlich nicht dort landen. Das heißt, da ist eigentlich die Schnittstelle plus die Führungskräfte, die natürlich auch vorbereitet werden dürfen. Und gerade wenn man sich mit den Personen zusammensetzt und in den Dialog geht und die ganzen Sachen mal anguckt, dann kommt da ganz automatisch der Perspektivwechsel. Also ich bin sozusagen zwei, einmal die Betroffenen selbst und einmal die Person, die im Unternehmen eben für das Thema dann ja quasi zuständig sind. Mhm. Deswegen ist gerade, schreibe ich gerade ein Buch zu dem Thema und da sind eben dann beide Perspektiven drin. Einmal, dass die Betroffenen eben so eine Art Ratgeber an die Hand bekommen und dann eben die Unternehmen auch. Weil da sind natürlich auch viele einfach nicht in dem Thema geschult. Also da darf man noch ein bisschen Information reingeben. Und heutzutage haben die Personaler ja häufig eine Checkliste, ja, die dann auch noch technisch abgearbeitet wird und ja den Menschen dazwischen gar nicht mehr so zulässt. Dann fliegst du ja relativ schnell schon im Vorfeld raus, weil die Maschine gesagt hat, wupp, nicht gematcht, weg mit dir. Und da vertun sich die Firmen ja unheimliche Chancen. Ja, wobei, Claudia, wir haben ja den Fachkräftemangel. Also ich glaube, der kommt jetzt gerade der Gruppe sehr zugute, weil jetzt sucht man dringend nach Fachkräften. Mhm. Und habe ich ja vorher gesagt, 163.000 Menschen auf dem Arbeitsmarkt stehen eigentlich zur Verfügung und keiner nutzt das Potenzial.
Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren einfach was tun müssen, weil wir sonst noch größere Schwierigkeiten haben werden. Ja, auf jeden Fall. Drücken wir mal die Daumen, dass das alle erkennen, aber du wirst das mit deinem Engagement schon nach vorne bringen, Karin. Wo finden die Menschen dich? Ganz einfach, wer auf LinkedIn ist, gerne einfach mit mir vernetzen. Einfach nach meinem Namen googeln oder eben auf meiner Webseite www.handicapunlimited.org. Also wer mich finden will, muss ich sagen, einfach googeln. Okay. Dann kommen wir in Kontakt. Super. Bei den Kosten ist es bei den Firmen relativ easy, das zu tragen. Bei Einzelpersonen mal so, je nachdem, wie viel Money so im Portemonnaie ist. Wer trägt die Kosten? Ist es immer die Einzelperson oder gibt es da auch eine Bezuschussung? Also mit Bezuschussung gibt es nicht. Ich gucke mir natürlich schon die Situation der Person an, wie finanzstark die einzelnen Personen sind. Mache auch öfter mal irgendwelche Specials. Ich hatte jetzt mal MS-Special über ein paar Monate, um mich eben stärker mit der Zielgruppe auszutauschen. Und es gibt natürlich Programme, in denen ich auch als ehrenamtliche Mentorin oder Supervisorin beziehungsweise in anderen Funktionen tätig bin. Also auch darüber kann man mit mir in Kontakt treten oder sich eben auch coachen lassen oder ein Mentoring in Anspruch nehmen. Okay. Was wären das nochmal für Adressaten, wo du ehrenamtlich auch zu finden bist oder MS? Also MentorMe ist eine der größten Frauennetzwerke für berufliche Belange, gegründet von Karin Heinzel. Und die zweite Gruppe, wo ich sehr stark involviert bin, ist der Hildegardes-Verein hier in Bonn. Da werden wir demnächst, und es wird hochspannend, ein Karriereprogramm für MSler sozusagen ab Januar aufsetzen. Da sind wir schon in den Startlöchern. Es wird hochspannend, von daher glaube ich, gibt es alle möglichen Programme, wo ich auch in Zukunft sein werde und die das Thema einfach aufgreifen. Ach, mega, das hört sich gut an. Toll. Ja, unterstützen wir gerne nochmal, wenn du da Bedarf hast. Sehr gerne. Ja, liebe Karin, meine Punkte, die ich interessant fand für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, habe ich soweit hier alle auf meinem Zettel abgehakt. Hast du noch einen wichtigen Punkt, was du unbedingt mitteilen möchtest? Also ich glaube, der wichtigste Punkt für mich ist immer, wir teilen so gerne in die Gruppe Mensch mit Behinderung und Mensch ohne Behinderung. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, einfach zu sagen, wir sind Menschen. Ja, und ob ich jetzt, ich sage es immer ganz platt, etwas mehr Metall unterm Hintern habe, weil ich einen elektrischen Rollstuhl nutze oder eben auch nicht, sagt über mich eigentlich gar nichts aus. Das heißt, mehr so dieses Nicht-Trennen zwischen den beiden Gruppen, sondern einfach sagen, wir sind einfach Menschen. Wir tauschen uns aus, wir ergänzen uns oder auch nicht. Und um mehr geht es hier eigentlich gar nicht. Das wäre so mein Hauptwunsch für die Zukunft, dass wir nicht so sehr in Schubladen denken oder in Gruppen denken, sondern uns öffnen für Menschsein. Wunderschön. Wo beziehst du denn deine Energie jeden Tag her? Du strahlst, du planst jetzt zwei Reisen, einmal in den Norden, was Nordisches, und dann gibt es eine große Weltreise. Gute Frage. Manchmal weiß ich es gar nicht, woher ich meine Energie beziehe. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann mal entschieden, nach den großen Schicksalsschlägen in meinem Leben einfach zu sagen, okay, ich lasse mich davon nicht unterkriegen, ob das jetzt der Tod meines Mannes gewesen ist, der Verlust meines Traumjobs oder eben auch die Multiple Sklerose-Erkrankung. Ich stolper schon drüber. Ich habe einfach gesagt, ich versuche wirklich das Beste jeden Tag zu machen und mir das Leben nicht dadurch vermiesen zu lassen, sondern einfach zu gucken, wo sind die Schätze, die
tollen Sachen im Leben und eben meinen Fokus wirklich darauf zu setzen. Und das hilft, glaube ich. So wie du vor unserem Gespräch auch gesagt hast, ja, wir schauen das Gute im Leben an. Von daher kann ich nur sagen, Fokus woanders drauf setzen. Ja. Das andere brauchen wir nicht. Ja, jeder Tag hat 24 Stunden, der fängt bei 0 an und hört bei 24 auf. Und genauso sollte man es auch betrachten, um positiv in seinem Leben zu bleiben. Ja. Liebe Karin, zum Ende eines Interviews hast du die Möglichkeit, unter unserem Hashtag Diagnose Mensch, eben, was ja für die ganzheitliche Betrachtung der Menschen im Gesundheitswesen zu steht, 3 Wünsche in das Universum nach Berlin und sonst wohin zu adressieren. Was sollte sich zeitnah ändern, um Menschen mit ihrer Inklusivität in unsere Gesellschaft zu integrieren? Also ein Hashtag ist, glaube ich, antrainierte Fähigkeiten. Mhm. Dass man sagt, aufgrund der Behinderung habe ich viel gelernt, ob das jetzt Krisenfestigkeit ist oder Lösungsorientiertheit. Das heißt, der Hashtag ist für mich wichtig. Der zweite Hashtag ist, unabhängig davon, glaube ich, die Wunder des Lebens zu sehen und zu leben. Und das dritte ist einfach Dialog, miteinander reden, miteinander sein. Vielen lieben Dank, Karin, für dieses wunderschöne Interview. Wir wünschen dir Wohlsein für dein weiteres Leben und magische Momente auf den Reisen und freuen uns, ja, wenn wir demnächst nochmal wieder Kontakt haben. Sehr gerne, liebe Claudia. Viel Erfolg. Danke, dir auch. Dir hat dieser Beitrag gefallen? Wunderbar, das freut uns sehr. Dann abonniere doch bitte unseren YouTube-Kanal und empfehle uns weiter. Und stöbere unbedingt auf unserer Internetseite www.digiandhealth.de. Dort findest du zu deinem Thema weitere Videos und Links, die dich fit für die Zukunft als digitaler Patient machen. Wir freuen uns auf dich, dein Team von Digi and Health.